Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Thief. Und wir sind gerade schön und fleißig dabei, Nebenaufträge zu machen. Und ja, ich bin mal gespannt, was die uns alles an Kohle bringen. Wir schauen mal nach, was wir als nächstes haben. Wir haben ja gerade schon wieder einen fertig gemacht. Was haben wir denn noch hier? Wir haben hier noch begib dich zum Haus des Sammlers in diesem Gebiet. Und wir haben da noch einen, das ist die verpackte Fracht. Das ist eigentlich auch quasi um die Ecke. Das machen wir mal. So, dann machen wir schon mal schließen. Und dann schauen wir mal, wo wir da lang müssen. Da müssen wir in die Richtung. Komme ich da auch hin, wenn ich durch dieses Fenster gehe? Das wollte ich, glaube ich, sowieso beim letzten Fenster wollte ich da, beim letzten Fenster, in der letzten Folge wollte ich sowieso durch dieses Fenster gehen. Und das bringt mich in einen Ladebildschirm. Und anscheinend, ja, anscheinend verkürzt uns das den Weg, beziehungsweise bringt es uns das dahin, wo wir hinwollen. Finde ich super. Grüße! Da steht ja einer. Na toll. Das haben wir super gemacht. Das haben wir super gemacht. Stimmt was nicht? Ach, wir stehen ja mitten im Licht. Ist ja kein Wunder, dass er uns sieht. Jemand ist in der Nähe. Das spüre ich. Quatsch. Laber nicht so Käse. Laber, laber, Leberkäse. Hier ist niemand. Ah, ja, waren wir doch schon mal. Schauen wir mal, ob wir da... Eigentlich müssten wir da ja da hinkommen, wo ich hin will. Schloss knacken. Ist das das... Ja, das ist dasselbe Schloss, das mich letztes Mal schon verarscht hat. Ich knack das jetzt nicht nochmal. Haben wir die Zeitung schon? Oh nein, die haben wir noch nicht. Aufstand in Dayport. Die Zeitung haben wir noch nicht. Haben wir die Tüte dann wirklich schon zu knacken versucht? Kommen wir da hoch? Nee, schade. Ich hatte jetzt gehofft, wir kommen irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Schade. Satz mit X, das war wohl nix. Ich hatte eigentlich gehofft, ich komme jetzt da irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Schadi. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Und jetzt muss ich tatsächlich, ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen verunsichert. Ich knacke jetzt das Schloss nochmal. Bin ich mal gespannt. Wehe, Spiel. Wehe, du verarschst mich jetzt schon wieder. Ja, wir waren hier tatsächlich schon mal. Dieses Spiel. Es verarscht mich. Die ganze Zeit. Es ist böse zu mir. Böse und gemein. Wir müssen irgendwo hoch. Ich weiß bloß noch nicht wo. Da sind Wachen. Da könnten wir irgendwo hoch. Da ist ein Kanaldeckel. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ach, wirklich? Na gut. Schauen wir mal, was dahinter ist. Ein Ring. Hier wurde ein Ring versteckt. Also super. Oh. So findet man Dinge.
Hilfe. Wie komme ich denn jetzt hier? Wieder irgendwas geöffnet. Bin mal gespannt, was. Wir müssen auf jeden Fall da hinten an dem Seil müssen wir hoch, dass wir da außen rumlaufen können und... Oh Gott. Also, spaßig. Aber hier gibt es lauter Gassen und Ecken, in denen ausnahmsweise mal nichts Verstecktes. Aber hier sind viele Sachen. Oh. Ich sollte vielleicht warten, bis der hier war und wieder gegangen ist. Ah, das können wir doch nicht so stehen lassen hier. Das verkommt ja das gute Zeug. Aber da sind lauter Hunde. Mal aufpassen. Nicht, dass sie mich entdecken. Will ich ja nicht. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so viel Gesundheit verloren, sag mal. Hier, wir gucken! Mama! Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nö. Mist. Da komme ich wohl nur ran. Hm. Ach, lasst euch ruhig Zeit, lasst euch ruhig Zeit. Ihr findet mich sowieso nicht. Ich finde dich, Ungläubiger. Nö. Hihi. Piep. Piep. Könnt ihr mal aufhören zu suchen jetzt? Bin öde. Kein Bock auf Versteck spielen. Der schon wieder. Es ist ja grauenvoll mit den Leuten hier. Mein Schädel pocht. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, hast du Pech gehabt, ne? Ja. Möchtest du deine Runde drehen an diesem, was auch immer, Fell? Nee, will er nicht. Ein Königreich für einen Kaffee. Geil. Super. Das ist super. Ich bin abgestürzt. Na toll. Ja, das war sehr gekonnt, das war super, das war einfach nur super mäßig genial.
Schön. Sehr schön. Ja, ja. Halt die Klappe. Oh, man findet immer wieder was. Na gut, dann machen wir das halt einfach nochmal. Es ist ja nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso nochmal zu dem Regal, weil ich da was gesehen habe. Es ist ja alles Absicht, was ich hier mache. Kaffee, 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 Kaffee. Hatte ich hier nicht vorher noch andere Sachen gefunden? Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt. Jetzt kommt er schon wieder, yeah. Ja, dann geh was essen. So ein Idiot. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Da war ja, glaube ich, nichts, oder? War hier was? Nee, hier war nichts. Da drüben war was. Ah, ja, ja, genau, der Hund. Huch, wie sind wir da raus? Danke. Der Hund. Der Hund, der Hund, der Hund. Jetzt dürfen sie erstmal suchen. Ja, ja. Ja, ja. Nein. Ah.
dass die immer so ewig suchen müssen. Oder so tun, als würden sie suchen, weil sie finden ja sowieso nichts. Ach. Überwinde du mal deine Dummheit. Vielleicht rettet sie dir dein Leben. Erfüllt eure Pflicht, Brüder. Ja. Du erfüllst jetzt mal deine Pflicht und gehst essen oder sowas. Geh mal Kaffee holen. Super Idee. Kaffee holen. Ich darf keinen Schatten nachjagen. Okay, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder runterfliege. Weil hier kommt man anscheinend... Hier kommt man anscheinend nicht hin. Schade. Eigentlich. Sieht eigentlich so aus, als müsste man da hinkommen, aber da ist... Wie soll ich denn da hin? Mit einem Seilpfeil. Und... Wieso sollte mir das jetzt was bringen? Ach so. Deshalb... Die Straßen sind nicht mehr sicher. Die Flasche brauchen wir nicht mehr. Das ist der Kanaldeckel. Oh, weißt du was? Man kann den Fluss bis hierher riechen. Diesmal speichere ich hier. Oh, haben wir da einen Geheimraum? Ich weiß bloß, dass wir hier was haben, was wir mitnehmen können. Ich schlage ihn dir gleich aus, wenn du nicht ruhig bist. Sah gerade ein bisschen eklig aus. Nein, nicht auf die Kiste, Dummbatz. Okay. Ein 4-Gold-Füller und ein 3-Gold-Tintenfass. Hat sich rentiert, total. Ja. Total. Und jetzt? Hier nicht irgendwas? Ah, da. Wir finden hier lauter Geheimnisse auf dem Weg, eigentlich um die Mission zu machen. Krass. Ist ja voll super. Wie cool das Zeug versteckt ist. Finde ich voll geil. Ein Schalter. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Der schnarcht da gemütlich vor sich hin. Nein. Ich finde dich, Börschchen. Ich habe da was gefunden. Einen Fokuspunkt. Ole, ole. Wie super. Finde ich voll super. Hä? Ach, komm da steht raus. Er.
verspreche dir einen schnellen Tod. Er muss abgehauen sein. Du bist sowieso alleine hier. Leg dich mal da hinten rum. Ah, oh doch, komm, komm. Hier, die dunkle Ecke kannst du schlafen. Bitteschön. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum schön. Träum schön, träum schön. Oh, hier sonst noch irgendwas? Nö. Ah, für die voll super. Und wo geht's da hin? Ich will hier raus. Komme ich da gar nicht raus? Schade, ich dachte, ich komme da raus. Na dann wohl nicht. Wäre ich vielleicht auf andere Art und Weise reingekommen. Nur frage ich mich dann, wie? Warum musste der auch so viel Lärm machen, als er da drüber gesprungen ist? Da kann ich leider nichts dafür. Ehrlich gesagt ist mir hier ein bisschen zu viel Licht, aber ich will jetzt meine Wasserpfeile nicht unnötig verschleudern. Aha. Okay, dann halt so. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles abgeräumt. Dann gehen wir mal. Oh, ja, genau. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an, dass ich mittlerweile schon ein bisschen müde bin, weil ich bin nämlich schon ein gutes Stück am Aufnehmen, deswegen rede ich auch ein bisschen weniger. Glaube ich, dass es daran liegt. Also ich denke mal, ja, daran wird es liegen. Ach, sieh mal an, komme ich da jetzt so rund? Ne, komme ich nicht. Ah, aber da ist nochmal... Da muss ich sogar rein. Ich dumperz. Ah, ich bin so intelligent. Intelligent. Hi. Wo sind wir denn hier? Hier war ich anscheinend schon mal. Weil hier hängt ein Seilpfeil. Ach so, da bin ich da. Ah, okay. Und hier habe ich lediglich einen Seilpfeil, mit dem ich dann hier hochkomme. Da könnte ich praktisch hier den Weg abkürzen und da dann rankommen, weil da drüben... Ne, da drüben ist nicht... Da drüben ist nicht... Aber, weißt du was? Ne, das ist nicht gut. Schlechte Ecke. Nummer 8. Nummer 8, dass ich das immer vergesse. Schieß du mal, vielleicht. Sehr schön. Jetzt kommen wir da hinten hoch. Na, was noch hier irgendwie runter? Ach komm, weißt du was? Sicher ist sicher, falls wir mal eine kurze Abkürzung brauchen, vor allem. Wo ist denn der Typ? Da ist der Typ. Bei allen toten Göttern. Hallo? 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 Ich habe auch keine Zeit. Du kommst ja eh nicht rein. Sei doch. Was haben wir hier eigentlich? Wahrscheinlich nichts als Luft. Oh, doch, eine Münze. Eine 1-Gold-Münze haben wir gefunden. Und eine 7-Gold-Brosche. Okay.
insgesamt 8 Gold erbeutet. Ist ja immer etwas. Und was haben wir hier? Was haben wir jetzt wieder aufgemacht? Ach, diese Geheimtüren immer, ey. Haben wir das Fenster aufgemacht jetzt damit? Ich glaube tatsächlich ja. Weil es ein Geheimraum ist. In dem nichts drin ist. Befehle des Hauptmanns der Wache. Ist wohl eine Falltür. Dann ist bestimmt in dem Tresor ein Knopf drin. Oder ich finde hier irgendwie anderweitigen Schalter. Ah, ein Parfümflakon. Ein Bild. Ah, nee. Ah. White Sail mischt also auf dem Schwarzmarkt mit. Wenn deine Fracht in dieser Stadt als Schmuggelware gilt, sagt das schon was aus. Schön. Aufgabe erledigt. Ich frag mich bloß, ich bin mir gerade... Ja, genau. Mach die mal wieder zu. Ist besser so. Das Licht hier aus. Danke. Mich bloß gerade echt, ob wir mit dem Knopf da drüben das Fenster hier geöffnet haben. Oh, schön. Schön, 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 schön. Geht nicht? Verflucht. Mir tut alles weh. Warum nur? Oder haben wir da... Nee, da oben haben wir nichts. Nee. Nee, glaube ich jetzt nicht, dass wir da oben was geöffnet haben. Ach, man kann hier rundherum gehen. Wahrscheinlich für den Fall, dass man diesen Raum nicht findet. Oder nicht in den Raum geht oder den Schalter nicht findet. Das ist ja... eigentlich ganz cool. Da war der, glaube ich, tatsächlich für den Raum hier. Ich kann eine Brücke aufmachen und ich weiß nicht von wo. Aha! Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man da durch das Ding durchschießen kann. 21 Gold Armreif. Ach, ist das herrlich. Wir sahen hier richtig ab. Schade, dass hier nicht weitergeht. Na gut. Aber man muss sich ja mal mit irgendwas zufrieden geben. So, und jetzt müssten wir rein theoretisch Ziele. Müssten wir eigentlich hier soweit alles abgeschlossen haben, bis auf das hier. Ah, das ist eine größere Mission. Okay. Und die anderen? Ah, ja, ja, stimmt. Okay. Die, das sind... Ah, ja, 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 ja. Auftrag von Besso, Kundenauftrag. Okay. Dann machen wir das wieder. Als Ziel. Und, nee, 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 Quatsch. Ist ja Blödsinn.
Begib dich zum Haus des Sammlers. Das machen wir jetzt, weil das liegt ja jetzt noch hier auf dem Weg. In das andere Gebiet wieder zurück. Und das ist in dieser Richtung. Na, das heißt, dachte ich mir, dass er sich wieder so anstellt, der gute Herr. Der kriegt's wieder nicht auf die Reihe gebacken. Nö, haben wir nichts übersehen. Nee, da will ich nicht lang. Vielleicht sind die Gerüchte wahr. Irgendwas ist anders an dir. Moment. Oh, schrei doch nicht so. Ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skinmark. Ja, 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 ja. Glimmerlane. Normalerweise komme ich doch da jetzt. Ja, genau. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon, dass wir hier schon mal waren. Und dieser Tresor verarscht mich wahrscheinlich wieder bloß. Ja. Ja. Wir waren hier schon mal. Gesundheit. Ach so, das ist das. Ja. Ah, Tilo, du bist ein Held. Ja, weiß ich. Endlich haben wir unsere Ketten. Ketten gesprengt? Ich spreng dir auch gleich was, aber nicht deine Kette. Da waren wir auch schon. Na, komm hoch mit dir, Junge. Kundenauftrag. Den machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass das von der Folgenlänge jetzt passt. Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Wird schon richtig hinhauen. Ich glaube ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was dieser Auftrag für uns bringt. Bis dahin sage ich tschödelö, haut da rein, macht's gut mit Öl.